Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge hier bei PAX.D in der Early Access Phase. Und ich habe, ja, ich muss gestehen, ein bisschen was ohne euch gebaut. Ich hatte ja ein klein bisschen vorproduziert, die ganze Videoreihe schon. Also sprich, die ersten 8 Folgen oder 9 Folgen sind es jetzt aktuell, glaube ich, gerade. Und da ging mir langsam auch sicher ein bisschen der Speicherplatz auf der Platte aus. Und ich musste dementsprechend erstmal die Aufnahmesession ein bisschen beenden. Da mich das Spiel aber tatsächlich so gepackt hatte, habe ich privat natürlich ein bisschen weitergespielt. Ne? Wie gesagt, das Spiel ist auch sehr, sehr grindlastig. Ich habe die Zeit also sozusagen ein bisschen genutzt. Habe dann halt sehr viele Materialien auch organisiert, die ich halt ungern sowieso in die Aufnahmen mit reinnehmen wollte. Wie gesagt, weil das halt sehr zeitintensiv war. Und ja, dann habe ich so ein bisschen die Übersicht verloren, habe ein bisschen drauf losgebaut. Und im Endeffekt, ja, ihr seht es wahrscheinlich allein schon am Haus. Ich habe das Ganze nochmal redesigned, also sprich, wir haben mittlerweile schon ein anderes Design. Wir haben jetzt nicht mehr diese Reed-Wände, also sprich diese Rehdachwände oder wie man es halt nennt, ne, diese Gebinde aus Schilf und Stroh, sondern wir haben jetzt mittlerweile schon richtig Fachwerk drinne. Und was ich mal gemacht habe, ja, natürlich ohne Eigennutz, ne? ich habe mal das 100-Euro-Paket gekauft. Also sprich, alle DLC-Erweiterungen, die es gibt, inklusive dem Hauptspiel, das kostet dann insgesamt 100 Euro. Und da haben wir jetzt alle drei Journeyman- bzw. Founders-Pack-Editions mit drinne. Hat einfach den Hintergrund, wie gesagt, die ganzen Cosmetics, die da noch mit drinne waren, mit zusätzlichen Bauteilen, die war mir in dem Moment nicht ganz so wichtig. Ne? Da haben wir jetzt hier zum Beispiel bei Bauobjekten jetzt hier Founders Pack noch so ein paar Holzverzierungen drinne. Und bei Crafting haben wir jetzt ab und an, nee, bei Crafting was nicht, bei Props haben wir jetzt hier noch ein paar verzierte ja, Möbel drinne. Ne? Hier so ein Ornamenttisch und so eine Spielereien. Und hier ein bisschen was, ne? Wandteppiche und ein paar besondere Tische und so ein Kram. Das haben wir jetzt zwar mit drinne, ist jetzt aber alles nicht weltbewegend. Wo es mir im Endeffekt erstmal drum ging, neben den Charakterplätzen, die ich jetzt aktuell auch nicht brauche, weil wir bloß den einen Charakter haben. Aber ihr seht ja, alles, was blau ist, ne, ist unser Grundstück. Und ihr seht halt auch schon, dass wir hier Grenzgebiete drinne haben, ne? Das ist nämlich das große Besondere. Wir haben jetzt mit allen Founders Packs insgesamt 4 Grundstücke zur Verfügung. Und das bedeutet in dem Fall nicht nur, dass wir sozusagen 4 Gebäude auch mit 4 unterschiedlichen Charakteren irgendwo bauen könnten. Also sprich, ne, wir könnten uns an verschiedenen Ecken der Karte irgendwo ein Domizil bauen. Sondern, so wie ich es jetzt in meinem Fall gemacht habe, ihr könnt die Grundstücke auch aneinander setzen und habt dann im Endeffekt ein großes Grundstück, ne? Wo wir natürlich deutlich mehr Platz haben zum Bauen. Das habe ich jetzt hier in unserem Fall mal gemacht. Ich habe jetzt ringsherum alles schon mal mit einem Zaun abgesteckt, damit halt auch andere Spieler schon sehen, die hier ankommen, okay, ne? Die Grundstücke sind alle geclaimed. Hier ist also kein Platz mehr zum Bauen. Das war jetzt ein bisschen der Hintergrund. Was ihr natürlich auch schon seht, wir haben mittlerweile auch eine Rüstung, ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, alles ein bisschen schon mal vorbereitet, Material gecraftet. Und da das sehr zeitintensiv ist, auch die Berufe weiter zu skillen. Wir können mal ganz kurz gucken. Muss ich selber kurz gucken. Unter Skills. Am weitesten sind wir momentan bei Holzfällen. Logischerweise, ne? Wie gesagt, das Holz braucht man halt zum einen für Carpentry, um halt entsprechend die Bauteile, sprich Balken und alles Mögliche zu sägen. Und zum anderen, ja, ne? Alles, was man sonst noch so rauskriegt, ob das jetzt irgendwelche besonderen Kräuter, Blätter sind oder, keine Ahnung, Bienenwachs, was auch immer, alles, was man während dem Holzfällen noch so bekommt, da bin ich jetzt momentan am weitesten. Und natürlich Mining, ne? Wie gesagt, für die meisten Sachen, sowohl Rüstungscrafting, Waffen, Werkzeuge, als auch Bauteile, braucht man halt überall Metallteile, ob es jetzt nur Nägel sind oder Scharniere. Und das braucht man halt alles dann fürs Schmieden, Blacksmithing, ne? Sehen wir hier. Und um das erstmal machen zu können, muss man natürlich erstmal Material sammeln, sprich Eisenerz und so Kram. Und das haben wir übers Mining. Ja, seht ihr, denke ich, auch ganz gut, wo ich jetzt ein bisschen schon weitergemacht hatte. Ne? Fletching beispielsweise sind jetzt alles, was Bogenschießkunst angeht. Einen Bogen haben wir mittlerweile auch. Erinnert euch ja, in der einen Folge haben wir ja verlassene Kisten gefunden, wo jede Menge Pfeilköpfe drin waren. Ne? Die habe ich jetzt alle mal schon verarbeitet, dass wir entsprechend auch Munition haben. Ne? Also beispielsweise hier die Iron Tippet Arrows, ganz normale Eisenpfeile sozusagen. Die haben wir dann auch schon mal zur Verfügung. Dann würde ich aber mal sagen, ich führe euch mal ganz kurz rum. Denn ihr seht halt auch schon hier, ne, hier war ja alles voll mit entsprechenden
Tischen und Werkbänken, die habe ich jetzt alle schon mal ein bisschen einsortiert. Einzige, was jetzt größtenteils noch steht, ist unsere Holzverarbeitungstische, ne? Und die Sägebank hier vom Carpenter. Da habe ich jetzt im Moment noch keinen Platz für, um die großartig irgendwo unterzustellen. Und wie gesagt, dadurch, dass wir hier viele Sägespäne haben, wenn wir hier rumsägen, dachte ich, lasse ich die erstmal draußen stehen. Wo ich tatsächlich sehr, sehr lange dran gesessen habe, ist hier der Brennofen für die Ziegel, ne? Wenn man hier für das Herstellen besonderes Hartholz brauchte. Und ich habe festgestellt, dass man zum einen das Hartholz anscheinend nur bei besonderen Bäumen bekommt, nämlich bei Eichen. Und da auch nur zu sehr, sehr geringer Drop-Wahrscheinlichkeit. Was dann noch erschwerend ein bisschen dazu kam, war halt einfach die Tatsache, das sehen wir wahrscheinlich jetzt hier auch nochmal, wenn ich jetzt hier nochmal drauf gehe. Woodcutting. Wir sind ja schon relativ weit im Holzfällen, ne? Weil ich das ja logischerweise mit am meisten momentan schon gemacht habe. Und ihr seht halt schon, dieses Rezept beispielsweise braucht man 12-mal so eine Planken hier für den Ziegelofen. Und das ist immer noch sehr, sehr schwierig herzustellen, ne? Ihr seht halt, wir bräuchten im Idealfall 19 Skillpunkte für den Beruf und bei 8 bin ich im Moment erst bei Carpentry. Also ich hatte eine sehr, sehr hohe Fehlrate beim Herstellen. Entsprechend hat das natürlich ewig gedauert, bis ich dann mal 12 Planken zusammen hatte, um hier unseren Brennofen mal zu bauen. Was auch noch ein bisschen ärgerlich ist, es gibt momentan noch gar keine Rezepte für die Bricks, also sprich für die Ziegel. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, gerade weil wir halt hier auch sehen, es gibt halt auch schon Dachziegel. Ne? Da hatte ich ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht auch schon Baurezepte gibt für richtig geziegelte Wände, ne? Und dann entsprechend auch Lehm-Dachziegel, aber die scheint es offensichtlich noch nicht zu geben. Hätte mich auch gewundert, weil die Spieler, die hier bei uns in der Umgebung schon gebaut hatten, die sind halt schon länger unterwegs und auch da seht ihr halt schon, ne? Die haben maximal die Fachwerkbaukits verbaut und halt auch nur normale Strohdischer, so wie ich jetzt im Moment auch. Also da hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Wie gesagt, ich bin halt gespannt, in welchen Abständen hier immer mal neuer Content reinkommt. Das werde ich an der Stelle auch schon mal sagen. Wir werden wahrscheinlich im Laufe des, ich sag's mal immer noch in Vorbehaltung des Let's Plays, ne, werden wir immer mal eine Pause zwischen haben. Weil wie gesagt, ich muss halt auch immer mal wieder abwarten, bis wieder Content drin ist, was ich euch zeigen kann. Daher muss ich immer mal gucken. Ne? Wie gesagt, ich werde privat immer mal weiterspielen. Wahrscheinlich dann alles, was Grinding angeht, werde ich im Stream wahrscheinlich spielen. Also wenn ihr auch da dabei sein wollt, gerne dann bei mir auf Twitch mal vorbeischauen. Ruhig ein Kanal-Abo schon mal da lassen, damit ihr mitbekommt, wann wir da live sind. Und dann werden wir uns im Stream, glaube ich, alles ein bisschen außenrum mal ein bisschen angucken. Was jetzt hier fürs Let's Play, glaube ich, ein bisschen zu zeitaufwendig und ein bisschen zu eintönig wäre. Aber zumindest einen Brunnen haben wir schon mal stehen. Ne? Auch wenn man aktuell noch nicht wirklich brauchen. Wir können uns halt jederzeit mal Wasser herholen, was aber nur den Sinn hat, irgendwie beispielsweise für eine Bäckerei, ne, wenn man dann später Brot herstellen, um dann entsprechend Teig zu machen, braucht man dann eben Mehl und dann Wasser zum Craften. Oder für Alchemie, ne, für diverse Tränke. So, dann gucken wir uns nochmal um. Wie gesagt, die Kohleöfen habe ich jetzt mal hier unten hingestellt. Da haben wir jetzt noch einen zweiten, ne, einfach damit es ein bisschen schneller geht. Denn, ja, wie gesagt, dadurch, dass ich Hartholz im Moment ein bisschen am Grinden bin und dann natürlich sehr, sehr viel normales Holz bekomme und so nicht mehr großartig weiß, wohin damit, habe ich das jetzt immer mal zu Kohle verarbeitet. Was wir jetzt auch neu haben, ist jetzt hier die große Schmiede. Da haben wir jetzt auch schon mal jede Menge Rezepte drin. Haufenweise neue Komponenten, unter anderem halt auch schon für die ersten Waffen. Ne? Beispielsweise hier Schwertknauf und solche Dinge und hier neue Schneiden für größere Äxte oder halt hier jetzt schon die ersten Köpfe für Pfeile. Die können wir jetzt also sozusagen auch schon selber craften. Und das wird wahrscheinlich so ein bisschen das nächste werden hier, ne? Stahl. Da müssen wir also gucken, dass wir uns da jetzt so ein bisschen drauf hinarbeiten. So, dann gehen wir erstmal ins Gebäude rein. Damit wir mal gucken, was sich hier verändert hat. Habe ich jetzt hier pro forma erstmal so ein bisschen die Küche eingerichtet. Da ist jetzt erstmal nur ein Campfire drin. Das ist das, was draußen stand. Ne? Erfüllt jetzt sozusagen gleichzeitig den Nutzen von ein bisschen Beleuchtung. Ne? Wenn es jetzt dunkel ist, dann bietet uns das Lagerfeuer schön ein bisschen gemütliche Atmosphäre, dass es hier ein bisschen heller drin ist. So, und den Raum habe ich jetzt erstmal ein bisschen missbraucht, um erstmal alle Werkbänke, die wir aktuell haben, so ein bisschen unterzubringen. Wie gesagt, ausgenommen die Holzmacher-Werkbänke, die stehen halt noch draußen.
Aber da haben wir jetzt hier in der Ecke alles, was Leder angeht. Ne? Einmal das Gerbergestell und einmal den Lederertisch. Da haben wir jetzt auch schon verschiedene Rezepte drin. Ne? Unter anderem halt auch die Lederrüstung, die wir jetzt gerade tragen. Die hatte ich jetzt hier am letzten Abend, wo ich jetzt privat noch ein bisschen gespielt hatte, schon mal gecraftet. Hier, wie gesagt, die Fletching Bank. Da können wir uns dann Bögen und entsprechend Munition dafür herstellen. Dann haben wir jetzt hier den Waffenschmied. Da haben wir unter anderem die verbesserte Axt schon. Die braucht man tatsächlich, um überhaupt erstmal Hartholz zu ernten. Und halt auch dickere Birkenbäume. Ne? Sonst würden wir die gar nicht fällen können. Und was wir auch schon haben, ist zumindest das Rezept für die Iron Pickaxe. Ne? Seht ihr aber schon, momentan auch noch sehr anspruchsvoll. Also leider Gottes noch eine sehr hohe Fehlrate. Ne? Das einzige Gute ist, die Ressourcen sind jetzt nicht so mega anspruchsvoll, dass man da jetzt großartig sich einen Kopf machen müsste, dass man halt doch mal den einen oder anderen Misserfolg hat, ne, beim Herstellen. So, dann hier die kleine Schmiedebank. Ne? Das ist jetzt im Prinzip der Vorgänger von dem großen Schmiedetisch mit dem Blasebalg, den wir uns draußen stehen haben. Beziehungsweise, nee, Blödsinn. Das hier ist erstmal noch die kleine Bank, wo wir entsprechend die ganzen grundlegenden Werkzeuge herstellen können, die wir dann wiederum brauchen, um die Crafting Tables für die verschiedenen Berufe herzustellen. So, da fehlt uns jetzt im Moment bloß noch die drei hier. Juwelen schmieden oder Juwelenherstellung. Dann hier, ne, für Tränke und für Alchemie. Die Dinger fehlen uns noch. Da brauchen wir im Moment noch Kupferbarren. Da muss ich mal gucken, wo wir die herkriegen. Das wird so ein bisschen der nächste große Ausflug sein, den wir dann auch gemeinsam unternehmen werden. So, hier haben wir unseren kleinen Amboss. Ne? Wie gesagt, hier können wir die grundlegenden Sachen herstellen. Am großen Spieltisch draußen dann die ganzen neuen Sachen. Dann hier unsere Rüstungswerkbank. Da können wir mittlerweile schon Kettenrüstungen herstellen. Ne? Auch alles noch sehr anspruchsvoll, seht ihr auch hier noch. Ne? Hart bzw. sehr hart ist also noch schwierig. Hohe Fehlrate haben wir hier auf jeden Fall noch. Wo ich ein großes Glück hatte, bei jemandem, der wahrscheinlich aufhört oder so, der hatte in seiner Kiste die Kiste öffentlich gestellt und hatte entsprechend Kettenausrüstung schon drin. Ne? Müssten wir also bloß mal gucken, dass wir uns bei Gelegenheit nochmal eine Brustrüstung craften und dann haben wir eigentlich auch schon, ja, ne, eine Kettenrüstung dann sozusagen schon komplett. Können wir uns also gleich wieder upgraden. Hier haben wir dann alles, was, was Stoff angeht. Ne? Das ist jetzt hier unser Spinnrad. Da können wir dann aus verschiedenen Flachsfasern und Wolle entsprechend Fäden herstellen. Und hier können wir dann entsprechend daraus schon mal Kleidung herstellen. Ne? Sind jetzt alles bloß Gewänder. Ne? Die haben jetzt nicht wirklich Panzerung. Ist jetzt eher so ein bisschen, wenn man jetzt zivil ein bisschen rumrennt, ne? So ein bisschen Roleplay machen will. So, hier haben wir dann den Webstuhl. Ne? Und da können wir dann entsprechend aus jede Menge Fasern bzw. Fäden können wir dann entsprechend richtigen Stoff machen, den wir dann wiederum brauchen für Rüstungsherstellung bzw. Kleider. Ne? So, packen wir das hier gleich mal rein, damit das wieder ordentlich da ist, wo es hingehört. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken. Kriegen wir gar nicht alles rein, sehe ich gerade, ne? Kriegen wir gar nicht alles rein. Müssten wir mal gucken. Das hier können wir ja theoretisch direkt weiterverarbeiten. So, dann gucken wir mal, wie viel wir davon herstellen können. 25 brauchen wir. Ja gut, dann machen wir das mal anders. Dann tauschen wir die hier mal ein. Was ziemlich cool ist, es kam jetzt vor kurzem nochmal ein Update raus, was zum einen nochmal Stackgrößen erhöht hat. Das war sehr angenehm. So, Rough Lines. String. Ah, okay. Verstehe ich jetzt nicht ganz, warum wir da... Achso, wir haben die Dinger nicht rausgenommen. Ja. Oh, wartet mal, dann machen wir das mal so rum. Oh. Craft mal hier nämlich gleich wieder zwei. Ist nämlich gerade angenehm bei größeren Mengen, beispielsweise Steinen und solchen Dingen oder Holz. Hm? Die ja immer relativ viel Platz wegnehmen. Da sind wir jetzt schon ein bisschen besser dabei. Können das ein bisschen größer stacken. Das heißt, wir haben auch längere Möglichkeiten, erstmal craften zu gehen. Müssen halt nicht laufen, wieder zurücklaufen, um was einzulagern, weil halt, wie gesagt, die Stackgrößen schon etwas ausgeprägter sind.
So, hier oben habe ich jetzt angefangen, so ein bisschen in unserem Wohnbereich reinzubauen. Ne? Wir haben grundlegend schon mal ein Bett drin. Gästebett oder ein Kinderbett haben wir auch schon drin. Ne? Wer weiß, was noch so kommt. Hier eine kleine Sitzecke, ne? Schreibtisch oder was auch immer. Und hier haben wir jetzt schon mal einen kleinen Balkon drauf. Den habe ich jetzt nochmal neu gebaut. Wo ich jetzt gerade neu dabei bin, ist hier eine kleine Kapelle noch dran zu bauen. Die gucken wir uns jetzt auch mal an. Müssen wir mal gucken, vielleicht können wir die jetzt auch direkt weiterbauen. Denn da fehlt noch ein bisschen was vom Dach. Da bin ich noch nicht ganz fertig. Das Einzige, was immer noch nach wie vor ein bisschen ätzend ist, seht ihr halt hier schon, Vegetation wächst halt stupide komplett nach. Ne? Also ganz egal, ob man da was gebaut hat, das Spiel ignoriert das aktuell noch. Das wächst also auch in die Gebäude wieder rein. Das ist ein bisschen ätzend im Moment noch. Da hoffe ich, dass da entsprechend demnächst schon mal Änderung kommt, damit wir das natürlich dann auch fertig kriegen. Oder beziehungsweise damit das nicht mehr passiert, dass es ins Gebäude reinwächst. So, und was wir leider auch noch nicht haben, was ich noch sehr vermisse, sind dreieckige Dächer, ne? Wir haben jetzt bloß die normalen Flachdächer und einmal hier so einen Winkel. Ne? Hier so eine Ecke. Aber was uns halt fehlt, sind halt dreieckige Teile, damit wir hier ein Spitzdach auf einen Turm bauen können. Darum hatte ich jetzt hier aktuell auch noch nicht großartig weitergebaut. Da fehlt leider noch ein bisschen was. So, wir können aber mal gucken, ob wir schon alles haben für die Dächer. Und dann könnte man nämlich theoretisch sagen, müsste das hier sein. Müssen wir bloß mal gucken, wo hier das Ende ist. Müsste das hier, glaube ich, sein, ne? So, müssen wir jetzt bloß mal gucken, dass wir es richtig draufgesetzt kriegen. Hm? Hoffen mal, dass das so auch alles passt. So, dann das Oberteil. Ja. Und mal gucken, dass wir das alles halbwegs gerade drauf kriegen. Das ist alles ein bisschen tricky noch mit dem Positionieren hier, ne? Snappt halt manchmal ein bisschen sehr merkwürdig. Ist alles ein bisschen fricklich hier im Moment noch. Gucken, dass wir es irgendwie dran gesetzt kriegen. Ja, das passt schon mal. Hier wird es wieder ein bisschen kompliziert. Das war ein bisschen das Problem, weil ich einige Bauteile ein bisschen anders gesetzt hatte. Ne? Da werden wir, glaube ich, ein bisschen Probleme kriegen. Das Richtige snappt halt schlecht. Können wir mal gucken, ob wir es ohne entsprechend dran zu setzen so vielleicht hinkriegen. Snappt auch nicht so ganz. Ist ein bisschen kompliziert. Wir bräuchten, glaube ich, irgendeinen Hilfsmittel noch, ne, damit das richtig reinpasst. Wir können es jetzt zwar auch ohne, dass es so snappt, reinsetzen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir machen es jetzt erstmal so. Ah, jetzt fehlen wieder Woodplecks. Okay. Dann müssen wir mal ganz kurz noch ein paar Holzteile herstellen. Wie gesagt, ist halt alles noch Early Access Hase, ne? Ich bin halt mega gespannt, was jetzt hier nach und nach noch dazu kommt. Ich hoffe halt, dass so schnell wie möglich entsprechend neue Bauteile kommen. Das wäre jetzt das, was mir jetzt so ein bisschen am wichtigsten ist, dass ich hier vernünftig weiterbauen kann. Ich muss auch mal gucken. Ich habe jetzt leider Gottes festgestellt, dass die Stadt, wo wir uns hier niedergelassen haben, mittlerweile sehr ausgestorben ist. Also ich habe die letzten Tage jetzt mal einen Spieler hier noch rumlaufen sehen. Da ist jetzt natürlich nicht gesagt, dass generell nicht mehr viele Leute das Spiel spielen. Es kann auch einfach daran liegen, dass die Leute weitergezogen sind, ne, und jetzt irgendwo sich an Regionen niedergelassen haben, wo es mehr Ressourcen gibt. Das nehme ich mal eher an. Aber das ist dann halt ein bisschen ärgerlich für uns. So, dann müsste eigentlich das Dach soweit zu sein, ne?
Und wie gesagt, mein Hintergrund war ja eigentlich, mich hier niederzulassen, weil ich dachte, hier sind genügend Spieler dann, ne, mit denen man was zusammen machen kann. Muss ich also mal gucken, ob ich irgendwo rauskriege. Zum einen, ob man vielleicht sehen kann, auf wie viele Spieler auf dem Server aktiv noch sind. Und dass ich sage, ich versuche mal rauszukriegen, ob ich irgendwo auf dem Server, wo ich jetzt hier aktuell gerade bin, vielleicht irgendwo eine Stadt finde, die noch ein bisschen aktiver bespielt wird, ne, mit Leuten. Dass wir eventuell dann im Laufe der Zeit einfach nochmal umziehen. Das würde ich dann nicht ausschließen. Ah, machen wir mal nochmal neu hier. Ah, damit die Ornamente auch da sind, wo sie hingehören. Bisschen im Dach drin, aber ist okay. Ja, mit den Stützbalken richtig passen. Ja, die sollen ja das Dach halten, ne? Das ist sozusagen unsere eigene kleine Kapelle, ne? Das gehört ja zu einem Schloss irgendwie so ein bisschen dazu. Meistens ist ja unter der Kapelle sogar noch eine kleine Krypta für die Familienangehörigen. Und hier haben wir dann unseren kleinen Glockenturm. Ja, beim Glockenturm muss ich halt nochmal gucken, wie ich den fertig kriege. Weil wir hier, wie gesagt, noch kein richtiges Dach haben. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann fertig bauen. Ich bin am überlegen, ob ich erstmal einen normalen, geraden Turm draus mache. Dann bräuchte man theoretisch nochmal ein bisschen Lehm, ne? Dann auch nochmal gucken bei Wänden. Was ich halt auch noch ein bisschen vermisse, ich habe mittlerweile Zugang zu den Steinwänden und zu den Säulen. Aber es scheint keine Steinwände zu geben mit Fenstern oder Türen drinne. Das finde ich halt auch noch ein bisschen sehr ärgerlich. Weil das schränkt halt auch sehr ein fürs Bauen, ne? Wie gesagt, bei den meisten Gebäuden macht man es ja eigentlich so, dass das Erdgeschoss unten aus Stein ist. Ne? Auch die Wände und so weiter. Und die zweite Etage dann so ein bisschen Fachwerk draufgesetzt wird. Dass es halt wirklich wie so ein kleines Bauernhaus nachher aussieht. So, hier brauchen wir nochmal Balken und jede Menge Lehm. Dann müssen wir mal gucken, ob wir noch Lehm irgendwo haben. Balken dürfte, glaube ich, nicht so das Problem sein. Aber wie gesagt, Lehm müssen wir mal gucken. Ob wir die noch zusammenkriegen. Wie gesagt, ich hoffe, dass das Spiel entsprechend vielversprechend auch weiterentwickelt wird. Wie gesagt, ich bin eigentlich auch immer nicht so mega der Freund davon, großartig schon große Investitionen in einen Vorabzugang zu stecken. Aber dadurch, dass das für mich hier eigentlich genau das ist, was ich suche, Mittelalter, ne? Nicht zu viel Fantasy, sondern wirklich ein bisschen rudimentäres Mittelalter. Ist ein realistischer gehalten. Und dann eben sehr viel bauen. Warum hatte ich mich jetzt mal dazu entschlossen, ja, mal ein bisschen Geld in zu investieren und hier schon mal ein bisschen was zu, ja, organisieren, ne? Damit wir hier ein bisschen mehr bauen können. So, jetzt muss ich bloß mal gucken, ob ich noch irgendwo in einer anderen Kiste vielleicht noch ein paar Balken hatte. Hier sind noch ein paar Türen drin. Blumenkästen habe ich auch schon. Ich habe auch schon Glück gehabt in einer Truhe bei einem Nachbarn, der das anscheinend nicht mehr brauchte. Der hatte das in eine öffentliche Truhe reingelegt. Haben wir hier die Baupläne für die Mühle zumindest schon mal, ne? Weil ich die jetzt aktuell selber noch nicht craften kann. Hat sich hier so ein bisschen eingepegelt. Am Eingang zu seinem Grundstück stellt man meistens irgendwie eine Kiste oder einen Korb oder irgendwas hin, den man dann frei zugänglich dann einstellt. Also sprich, dass jeder das öffnen kann. Und dann packt man immer die Sachen rein, die man nicht mehr benötigt, ne? Dass andere Leute sich das holen können. Finde ich eine ganz coole Sache eigentlich. Habe ich jetzt mittlerweile bei mir auch gemacht. Ich habe auch ein Dings vorne hingestellt, einen Korb, wo ich dann auch mal ein paar Rüstungen und sowas reingepackt habe, die ich nicht mehr brauche. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir uns eventuell noch ein bisschen Dings holen. Hm? Dass wir uns noch ein bisschen Holz organisieren hier. Damit wir noch ein paar Balken craften können und dann können wir hier die Wände auch noch fertig machen. Machen wir das hier gleich gemeinsam. So. Muss ich aber ganz klar sagen, also wer jetzt nicht unbedingt so wie ich zum einen voller Hoffnung ist, dass das Spiel gut weiterentwickelt wird und zum anderen halt ein großer Bauenthusiast ist, dass sich also sprich für euch dann entsprechend auch die vier Grundstücke lohnen,
würde ich tatsächlich noch davon abraten, die bei oder die drei DLCs von den Founders Packs zu kaufen. Denn wie gesagt, das kleinste Founders Pack kostet 20 Euro nochmal extra. Ne? 40 Euro kostet das Spiel allein grundsätzlich schon. Und den eigentlichen großen Nutzen, den er halt davon bekommt, sind halt ja ein Grundstück und nochmal, ich glaube, zwei Charakterplätze zusätzlich, die man eigentlich nicht braucht. Wie gesagt, es sei denn, ihr wollt auf mehreren Servern spielen, dann habt ihr aber auch nur die Möglichkeit, entsprechend mit einem einzigen Grundstücksplot irgendwo zu arbeiten. Ne? Das macht der, würde jetzt in meinem Fall auch keinen Sinn machen. Vier Gebäude-Slots oder beziehungsweise Grundstücke ist das Maximum, was man haben kann. Mehr geht nicht. Und wenn ich jetzt hier auf diesem Server alle vier schon aktiviert habe und ich würde jetzt irgendwo anders auf einem Server einen Charakter erstellen, könnte ich mit dem halt nichts anfangen, ne? Weil er sich halt kein Grundstück leisten könnte. Das ist halt entsprechend der Punkt. Und wie gesagt, 60 Euro insgesamt nochmal für weitere DLCs muss man dann entsprechend mit sich selber schon vereinbaren können. Ist jetzt keine kleine Summe. Ich habe es jetzt in meinem Fall auch nur gemacht, weil ich jetzt in letzter Zeit keine großartigen anderen Projekte hatte, wo ich mir jetzt gesagt habe, gut, ich habe mein Monatsbudget an Spielen jetzt großartig mega ausgereizt und habe das Spiel eigentlich vor, auch in Zukunft noch sehr aktiv weiterzuspielen. Daher war das für mich eigentlich eine Entscheidung, dass ich gesagt habe, gut, bin bereit, die Entwickler frühzeitig schon bei ihrer Entwicklung des Spiels zu unterstützen. Hab mir dann entsprechend da die Founders Packs dann entsprechend alle nochmal geholt. Ist also nichts gesponsert, ne? Nicht, dass jetzt irgendeiner sagt, ja, hier, ich rede irgendwas schön, weil, ne? Sponsoring im Hintergrund. Ist in meinem Fall tatsächlich nicht so der Fall. Ich habe mir das jetzt alles aus eigener Tasche bezahlt. Hab da keine Vorteile von. Oh, wie gesagt, das Einzige, was ich halt momentan ein bisschen schade finde, dass so ein bisschen der Anfangshype schon ein bisschen vorbei ist. Ich würde mir hier ein bisschen mehr Spielerschaft wünschen. Das ist im Moment so ein bisschen der einzige Knackpunkt. Wie gesagt, gerade weil es halt noch Early Access ist, noch nicht so viel Content aktuell drin ist. Ne? Das ist dann so ein bisschen der Punkt, wo man das eben mit sich dann schon vereinbaren muss, ob es sich jetzt schon lohnt, da großartige Investitionen zu tätigen für das Spiel. So, schnappen wir uns hier schnell nämlich nochmal ein bisschen Lehm, damit wir vernünftig was bauen können. Sieht man halt auch überall, stehen überall halt irgendwo unfertige Ruinen rum, ne? Wo die Spieler alle mal angefangen haben, das Spiel auszutesten, haben dann gemerkt, okay, es ist noch nicht so viel Content drinne. Und haben dann wahrscheinlich frühzeitig dann erstmal wieder aufgehört. Und wollen erstmal abwarten, bis sie ein bisschen mehr zu tun haben. Kann man nachvollziehen, wie gesagt, ne? Möchte ich keinem abreden. Wie gesagt, wenn man sich das Spiel einmal geholt hat, hat man ja eh durchgehend dann Zugang. Läuft einem also aktuell noch nichts weg. Es gibt auch noch kein Abo-System. Sprich, dass man dann irgendwie monatlich was bezahlen müsste. Daher kann man das momentan alles noch sehr, sehr easy sehen. Im Moment alles noch nicht tragisch. Ja, das Einzige, was ich schon so ein bisschen gehört hatte, ich weiß noch nicht, ob es hundertprozentig fest ist. Das waren, glaube ich, zum Anfang jetzt erstmal nur Gerüchte. Aber das Abo-Modell soll wohl da, später mal so aussehen, dass die Höhe des Abos sich ein bisschen danach richtet, wie viele Grundstücke man unterhält. Ne? Also wie in meinem Fall mit vier aktiven Grundstücken würde ich halt deutlich mehr monatliche Abokosten bezahlen müssen als jemand, der jetzt beispielsweise nur ein Grundstück hat. Jetzt so ein bisschen, ja, kann man positiv oder negativ sehen. Ne? Klar, je größer das Grundstück ist, was man unterhält, desto mehr Serverleistung frisst das natürlich. Ne? Und dann finde ich es schon irgendwo gerechtfertigt, dass dann entsprechend die Leute, die mehr Leistung vom Server fordern, auch ein bisschen mehr dafür zahlen, als die Leute, die halt weniger Performance fressen. Das ist, denke ich, dann doch schon eine feine Sache. Ist ungewöhnlich, ne? Hat man, glaube ich, so bei MMOs so noch nie gehabt, dass man entsprechend Abokosten danach bezahlt, was man an Verbrauch für die Leistung des Servers hat. Ist mal sehr interessant, so ein Geschäftsmodell, aber wird sich zeigen, ob es das auszahlt, ne? Ob sich das rentiert, sozusagen.
So, dann würde ich fast sagen, wir laufen gerade auf 30 Minuten zu. Dann machen wir erstmal einen kleinen Cut. Dann habe ich euch in dieser Folge erstmal alles so ein bisschen auf den aktuellsten Stand gebracht. Ne? Habe euch ein bisschen rumgeführt, was ich in der Zwischenzeit mittlerweile alles umgebaut habe. Dann habt ihr auch schon mal gesehen, was es so für Werkbänke gibt und welche Berufe man so ein bisschen ausüben kann. Und ich habe euch noch mal eine kleine grobe Übersicht gegeben, was ihr bekommt, wenn ihr euch die Founders Packs Editions noch holt, was in den verschiedenen Editions drin ist. Ne? Wie gesagt, im Großen und Ganzen sind da nur zusätzliche Charakterslots noch mal drin und mit jedem Founders Pack bekommt ihr noch mal einen Grundstücksplot dazu, dass er im Endeffekt nachher insgesamt auf 4 Stück kommt. Das ist eigentlich der eigentliche Inhalt. Ja, würde ich sagen, wenn ihr mögt, fleißig dranbleiben, fleißig weiter Däumchen drücken. Vielen, vielen und großen, großen Dank natürlich an euch da draußen. Ich war sehr überwältigt von eurem großen Interesse hier am Let's Play von Pax D. Wie gesagt, gerade die ersten Folgen, die Aufrufzahlen sind mega durch die Decke gegangen. Das hat mich absolut mega gefreut. Und ja, ne, wie gesagt, wir werden hier weiter am Ball bleiben. Ich werde natürlich auch die Entwicklung weiter für euch im Auge behalten. Und da werden regelmäßig dann nochmal Folgen kommen, wo wir dann weiter voranschreiten hier im Progress vom Early Access. Ihr habt Däumchen drücken, kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao.